Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte mir gerade ganz spontan, ich nehme euch heute mal wieder mit, denn ich bin gerade am Babywäsche sortieren. Ich habe die erste Ladung Babywäsche gewaschen. Also da in der ersten Ladung waren jetzt drin alle Bodies in 50, 56, Socken, Strumpfhosen, Mützen, Schlafanzüge, alles in 50, 56, außer die handgemachten Sachen, weil da habe ich erst auf Instagram gefragt, wie man das überhaupt wäscht. Da bin ich mir sehr unsicher, ja, wie das so ist mit den handgemachten oder handgenähten Sachen. Die Fuhre kommt aber jetzt, die sortiere ich gerade nämlich. Habe jetzt aber erstmal die Babywäsche wieder zusammengelegt. Die ist jetzt fertig gewaschen. Die erste Ladung ist noch nicht alles hier oben. Der Rest ist noch unten am Trocknen. Das sind zum Beispiel Jacken und so, die halt etwas länger brauchen zum Trocknen. Strampler und so fehlt auch noch. Hier sehe ich gerade. Ich habe jetzt nur die Schlafanzüge hier, ein paar Pullis und wie gesagt alle Bodies und so. Genau, jetzt wie gesagt mache ich die handgemachten Sachen, habe nebenbei noch so ein bisschen Babykleidung aussortiert, weil mir echt aufgefallen ist, dass ich so viel habe. Also, und dann wollte ich gleich nochmal schauen. Was ist denn mit meiner Augenbraue los? habe ich hinten nämlich noch zwei Tüten im zweiten Zimmer hier mit nagelneuen gekauften Sachen, die ich noch gar nicht in einem Haul gezeigt habe. Ich bin echt am Überlegen, ob ich da überhaupt noch ein Haul zu drehe, weil die Hauls ja überhaupt nicht gut bei euch ankommen. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Da frage ich gleich mal auf Instagram, ob ihr das noch sehen wollt oder eben nicht. Und sonst kann ich das auch schon mal alles waschen. Das sind nämlich auch noch Sachen, das sind noch Hosen von H&M und so in 50, 56. Und genau, das muss ich jetzt noch machen. Ich zeige euch das gleich einmal alles. Und sonst, ja, muss ich den Kleider schon gleich aussortieren. Ich habe hier hinten im Zimmer auch schon ein bisschen was aufgeräumt und umsortiert. Wir haben hier nämlich ja, ein bisschen was weggeräumt und ein bisschen mehr Platz geschaffen. Ich muss mal mit dem Licht zu. Genau. Ja, und jetzt habe ich hier eine riesen Ecke mit Babysachen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ja, das Licht ist sehr schlecht hier hinten, aber das hier ist jetzt so unsere Baby-Ecke, wo hier so irgendwie alle Babysachen stehen, kreuz und quer. Hier ja auch noch. Hier stehen die beiden Kinderwagen. Unser Emmerl Junge, unser Bugabu. Der Sitz vom Emmerl Junge, unsere Wickeltasche. Da unten seht ihr, glaube ich, noch so ein bisschen von der Wanne vom Bugabu. Dann haben wir hier schon, ja, Windelzeug und alles. Hier ist unser Kindersitz, unsere Babyschale eingepackt. Hier haben wir unsere Decke von Stoff mit Z. Ich weiß gar nicht, wie man das immer ausspricht. Die ist auf jeden Fall so unglaublich süß und so weich. Die verlinke ich euch mal in der Infobox. Ich finde die so schön, das ist so eine kleine Decke. Aber da werden wir noch eine in groß bestellen. Genau, hier ist unser Badeeimer. Hier sind zwei Kisten mit noch so Windelzeug und so unser Tragetuch von Chobani. Hier haben wir noch ein Spielbogen, den kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Den finde ich total schön, weil da halt so Holz ist und alles so, ja, naturgehalten. Finde ich richtig schön. Hier so mit dem Elefant auch noch. Ja, ich mag sowas total gerne. Besser als der da. Das ist ja dieser Fisher-Price Rainforest. Den haben wir auch noch, aber ich finde den viel, viel schöner. Genau, und hier sind eben noch die zwei Tüten, die ich noch habe, die ich euch noch gar nicht in einem Haul gezeigt habe. Es ist echt viel. Aber ich dachte mir echt, ich scheiß da drauf irgendwie, weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich sehen wollt, noch alles. Hier sind halt viele Sachen drin, die ich noch nicht wasche, weil die einfach noch zu groß sind. So 62, 68 wasche ich noch nicht. Aber ja, sind eben auch so, diese hier sind zum Beispiel in 50. Und hier habe ich auch noch ganz viel den Schlafsack und so. Hier noch das Dach für unseren Kinderwagen. Ja, und hier haben wir auch noch die Kisten mit den Babysachen. Da muss ich gleich auch nochmal reinschauen, was ich davon waschen muss. Also die ganzen Spucktücher auf jeden Fall. Die Cueca-Sachen sehe ich gerade. Hier haben wir unseren Heizstrahl. Den habe ich auch noch gar nicht in einem Haul gezeigt. Aber ich glaube, das lasse ich auch. Also wir haben auf jeden Fall einen Heizstrahl. Der ist mit Ständer. Ja, ganz schönes Ding. War im Angebot gerade. Den habe ich hier noch selbstgenähte Sachen gekauft. Die habe ich auch noch nicht in einem Haul gezeigt. Spucktücher, Bilderrahmen haben wir hier von Ikea. Eine Steifjacke, noch ein Pulli und hier noch selbstgenähte Sachen, die ich eigentlich auch schon waschen könnte. Ja, also ich weiß echt nicht. Ihr könnt in meine Kommentare schreiben, ob irgendwie Hauls interessant sind. Ja, und hier habe ich gerade die Babywäsche am Sortieren. Hier habe ich
gerade ein YouTube-Video geguckt. Finde es sonst immer so langweilig, wenn man irgendwas macht. Ich brauche immer was im Hintergrund zum Hören. Genau, hier sind jetzt noch die Schlafanzüge und Pullover. Die muss ich gleich noch alle aufhängen. Auf dem Bügel. Das liegt hier alles. Hier habe ich jetzt schon ein paar handgemachte Sachen. Das sind halt zum Beispiel so unsere handgemachten Mützen hier und Halstücher. Hier ist sogar noch ein handgemachter Body. Halt solche Sachen. Ja, weil ich ja nicht wusste, wie ich die waschen soll. Jetzt weiß ich das aber und dementsprechend geht das jetzt alles in die Wäsche. Hier haben wir Bodies in Größe 50. Da, ja, platzt auch schon die kleine Schachtel hier. Ich habe ja hier die Schachteln von H&M. Ich liebe die. Von H&M, von Ikea. Hier haben wir Mützen, Halstücher, Socken, Schuhchen, Fäustlinge und Strumpfhosen. Und hier sind Bodies in 56. Wenn ihr mal irgendwie ein Video wollt über die ganze Babykleidung, also sozusagen ein Video, was in unserem Kleiderschrank alles ist, also ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Falls euch das so interessiert. Mich interessiert sowas nämlich auch total. Genau, das hier sind eben Bodies in 50, das in 56. Wir haben da überwiegend Wickelbodies von H&M eigentlich nur. Und das hier liebe ich so, dieses Set. Das habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Aber ich finde das so süß. Da gehört noch ein Halstuch und eine Mütze zu. Und da drin ist echtes Jack Wolfskin-Fell. Und das bekommt die kleine Mausi an, wenn wir nach Hause fahren. Das ist so unglaublich süß. Da freue ich mich schon richtig. Genau, und das haben wir eben alles hier so. Und das habe ich jetzt alles sortiert zusammengelegt. Das muss jetzt alles noch auf den Bügel. Hier haben wir noch die Hosen. Aber es sind auch noch nicht alle, weil das sind ja alle Hosen nicht handgemacht. Aber jetzt werden wir erstmal die handgemachten Sachen alle hier reintun. So, das ist jetzt unser Kleiderschrank. Er sieht ziemlich leer aus, aber irgendwie auch voll. Ja. Naja, ich habe hier gestern noch einen Schlafanzug gefunden. Den finde ich so unglaublich schön. Also irgendwie zweifle ich oft, ob ich den wirklich schön finde, aber irgendwie kann ich den nicht weggeben. Naja, ist auf jeden Fall so ein Schlafanzug mit Eicheln drauf und so. Und ist eine sehr, sehr bekannte oder eher nicht bekannte Marke, aber kommt auf jeden Fall aus Schweden. So heißt das. Naja, auf jeden Fall liebe ich ihn und kann ihn irgendwie nicht verkaufen. Deswegen muss der auch noch mal in die Wäsche. Genau, hier habe ich jetzt noch die Handmade-Hosen. Die, ja, müssen jetzt auf jeden Fall gewaschen werden. Und ich liebe die, diese Pumphosen. Ich finde die so schön. Und ich glaube, es gibt für Babys auch echt nichts Bequemeres als diese Hosen. Und deswegen gab es da richtig viele von. Ganz wenig in rosa. Zwei Stück eigentlich nur. Die sind von Papillotta, die beiden. Und der Rest ist alles von einer anderen. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal in einem Video gezeigt. Weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall liebe ich die Hosen. Und die werden jetzt alle noch gewaschen. Die sind alle in 50, 56. Aber ich denke, die werden auch relativ schnell passen. Ich habe hier zwei Hosen in 50. Diese beiden. Und diese hier ist auch noch in 50. Und sonst ist der Rest auch nur 56. Hab relativ wenig. 50. Aber ich denke, das passt. Und die Hosen sollten ja auch relativ schnell passen, denke ich. Und ich finde das so süß hier mit diesen Bären. Ich liebe sowas. Ich finde das ja total toll. Hier haben wir noch eine passende Mütze zu. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Und das hier ist Musselin. Die finde ich auch so schön. Die ist so ein bisschen leichter. Musselinstoff kennen wir schon auch einige. Finde ich einfach auch so schön. Genau. Das sind, wie gesagt, die Hosen. Dann haben wir hier komplett Strampler selbst gemacht. Das geht los von 50 bis hier ist 62, 68. Also da werde ich jetzt, glaube ich, aber auch schon alle waschen. Auch die 62, 68er. Weil, ja, die sind ja sowieso hier im Schrank und dann können die auch schon gewaschen werden. Und hier haben wir noch drei Pullover. Die sind auch schon in 62, 68 selbst gemacht. Dann haben wir hier noch richtig viele Halstücher und alles. So, die Halstücher können wir schon mal waschen. Ich finde das so süß. Ja, die können wir jetzt schon mal hier in den Wäschekorb tun. Die sind aber auch alle schon größer. Die sind alle schon 62, 68 in der Zeit, wo die halt richtig viel sabbern nachher. Beziehungsweise sind die auch alle länger tragbar. Also die kann man echt lange tragen, finde ich. Und sind alle relativ groß schon.
Genau. So, ich habe jetzt ein paar Bügel geholt, damit wir die Sachen hier mal, die Schlafanzüge wieder auf den Bügel tun können. Ich habe gerade schon so ein bisschen überlegt, ob ich schon ein paar Sachen so für die Cleaningtasche raussuche. Aber da dachte ich mir, entweder es liegt im Kleiderschrank oder es liegt jetzt einfach hier irgendwo in dem anderen Zimmer rum. Das heißt, wir lassen das einfach im Kleiderschrank, bis wir das brauchen. Aber ich habe mir schon mal so ein bisschen überlegt, was ich denn ungefähr mitnehmen würde. Welche Teile so ungefähr. So, kann ich das immer. Ich glaube, ich lege das mal hier so hin. Die Sachen sind so klein. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die sind eingelaufen beim Waschen. Aber ich glaube, die sind einfach so klein. So mini. Krass. Ich habe viel zu wenig Bügel mitgenommen. So. So, und dann geht es weiter mit Strampler in 50, 56, die wir auch noch irgendwie ja, waschen müssen. Und ich bin so verliebt. Leute, ihr glaubt das nicht. Es wird so schwer, sich zu entscheiden, was man alles mitnehmen will in die Kliniktasche am Ende. Oh. Die Sachen sind aber auch ultra süß. Erst recht dieser hier mit den Schäfchen. So süß, oder? Aber ich habe euch das alles schon mal gezeigt. Darf euch das gar nicht alles nochmal zeigen, außer diesen hier. Den kennt ihr noch nicht. Der ist so geil, ich liebe diesen Stoff. Zwar überhaupt nicht Mädchen, aber sehr große Liebe. Auch dieser hier, obwohl der ein sehr langes Bündchen hat, schauen wir mal, wann der passt. Der mit den Elefanten gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier haben wir noch ein bisschen rosa. Brauche ich gar kein Kleiderschrank-Video mehr machen, wenn ich euch das jetzt alles zeige. Der ist super süß. Große Liebe. Sorry, aber ich mache das jetzt mal schnell hier, damit ich euch nicht belästige. So, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt alle Sachen hier drin, habe noch eine Jacke und den Overall gefunden von ihr, den sie anzieht, wenn sie nach Hause kommt. Der ist auch richtig schön hier mit dem Jack Wolfskin Fell. Richtig toll. Und hat alle Strampler. Habe jetzt hier noch ein paar Sachen gefunden. Die habe ich euch noch nicht in einem Haul gezeigt, aber auf Instagram seid ihr sowieso dagegen und dementsprechend gibt es kein Haul mehr wahrscheinlich. Und ich, genau, lasse die Sachen einfach so drin. Also ein Haul wird auf jeden Fall noch kommen und ich weiß nicht, ob ich da noch ein paar Sachen zeige, aber ich glaube, an Klamotten reicht es auch. Ihr habt genug gesehen, aber die hier muss ich euch noch zeigen, die ist so ultra süß. Auch schon in 62. Riesig. Aber genau, das ist jetzt die nächste Fuhre Wäsche. Die werde ich jetzt gleich runterbringen. Ich tue da gleich noch ein paar Sachen zu. Sortiere auch schon die Babysachen, die in der Tüte noch sind. Und dann, ja, muss ich mal schauen, was ich dann mache. Dann werde ich mich ans Video bearbeiten machen, beziehungsweise muss ich noch ein Video hochladen für euch. So, ich habe jetzt noch mehr gefunden, was gewaschen werden muss. Das ist aber jetzt komplett auch 62 und genau, das wird jetzt alles noch runtergebracht nachher und dann gewaschen. Und wie immer, wenn ich vlogge, kommt die Post und bringt ganz, ganz tolle Geschenke. Und zwar haben wir heute bekommen oder habe ich mir bestellt eine U-Hefthülle und ich finde sie so unglaublich schön. Mit so einem kleinen gestickten Mädchen drauf und die Schleife und das Kleid sind so mit Pailletten. Richtig schön sieht das aus, finde ich. Und total niedlich. Das eben für das U-Heft nachher. Hier ist auch ihr Name mit drin. Finde ich auch sehr schön. Das Ganze kann man dann noch aufmachen. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch Platz für den Impfpass oder für irgendwelche Visitenkarten. Da hat man hier noch Platz. Und dann haben wir hier halt Platz für das U-Heft. Richtig schön, auch alles schön fest, damit da nichts zerknicken kann. Und ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert. Also, das hat wirklich alle meine Erwartungen übertroffen. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Und das Ganze war auch so süß verpackt hier.
in so einer süßen Verpackung mit natürlich ganz, ganz viel Glitzer und ja, schön Konfetti. Richtig schön. Das Ganze ist von Bauchzwerg Company. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Ja, das kam jetzt gerade an. Verlinke ich euch, wie gesagt, in der Infobox. Und jetzt mache ich mit meinem kleinen Bruder die Hausaufgaben. Und gleich kommt noch jemand, der unseren alten Kinderwagen kauft. Deswegen muss ich jetzt, ja, unten warten, bis diejenigen kommen. Und danach muss ich auch noch kochen für meine Eltern. Genau, weil mein Bruder hat noch gar nichts zu essen gehabt und ich auch noch nicht. Jetzt habe ich hier gerade noch die Socken oder die Schürchen gefunden, die hier runtergefallen sind. Die müssen natürlich auch noch mit in die Wäsche. Tada! Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, alle Sachen, die ich eigentlich für euch im Haul zeigen wollte, doch nicht im Haul zu zeigen, weil auf Instagram habt ihr einfach keine Lust dazu. Und deswegen habe ich jetzt hier alles sortiert. Relativ viel ist da jetzt zusammengekommen. Und genau, alles nur 62. Den Rest habe ich schon weggeräumt, was größer ist.